Jung, fesch und offen. So präsentieren sich heute viele junge Jäger und Jägerinnen in den sozialen Medien. Ich würde jetzt nochmal eben fix eine Story machen. Selbstbewusst gewähren sie Einblicke in eine Welt, die früher als geschlossene Gesellschaft älterer Herren galt. Bevor ich was mit der Jagd zu tun hatte, dachte ich ehrlich gesagt auch immer, das machen nur alte Leute mit Dackel und dicken Bauch. Nachhaltiger Fleischkonsum, Waldumbau in Zeiten des Klimawandels und der Wunsch nach einem intensiven Naturerlebnis. Diese Beweggründe geben viele Jungjäger an. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass jedem klar wird, dass die Jagd viel, viel mehr bedeutet als nur das Totschießen von Wild. Befindet sich die Jagd tatsächlich im Wandel? Oder geht es um die Inszenierung auf der Jagd nach Klicks und Likes? Gutshof in Thüringen. Für einige Tage der Hotspot der deutschen Jagdinfluencer-Szene. Hier bringt eine Agentur Influencer, Jagdausstatter und professionelle Fotografen zusammen, um die Jagd in Szene zu setzen. Schön, dass ihr alle da seid. Im herrlichen Thüringen jagen wir jetzt die nächsten Tage auf Rehwild, Dammwild, Schwarzwild und Rotwild. Wir werden morgens und abends rausgehen. Tagsüber Content erstellen und ansonsten wünsche ich euch und uns erstmal eine tolle Woche. Frühmorgens geht es los. Die Influencer wollen in den umliegenden Revieren Beute machen, mit Büchse und mit Kamera. Auch Luna macht sich auf die Pirsch. Die 32-Jährige hat ihren Jagdschein, ihr grünes Abitur, erst vor einem Jahr gemacht. Seitdem lässt sie das Jagdfieber nicht mehr los. Und wenn dann so langsam die Sonne aufgeht und über die Felder und die Wiesen und die Bäume, vor allem jetzt in der Herbstjahreszeit, das ist einfach wunderschön. Mit dabei ist Florian. Er betreut als Berufsjäger das Revier und begleitet regelmäßig Jagdgäste wie Luna. Ich selber komme nicht aus einer traditionellen Jagdfamilie, sondern aus der Stadt. Und habe wirklich, dadurch, dass ich mit anderen erfahrenen Jägern rausgegangen bin, wieder einen Bezug zur Natur gefunden. Für viele Jungjäger sind solche geführten Jagden in Fremdrevieren oft die einzige Möglichkeit, praktische Erfahrung zu sammeln. Luna möchte einen Hirsch erlegen, der auf dem Abschussplan des Revierinhabers steht. Wir warten mal, aber der steht ja nur 50 Meter unter uns. Das ist natürlich super spannend, weil man kann es ja mehr hören als sehen. Doch der Hirsch tritt nicht aus dem Dickicht hervor. Luna und Florian brechen ab, ohne Beute und vorerst ohne Bilder. Ich mache dann im Nachhinein gerne auch mal Fotos oder versuche dann noch mal einen Moment einzufangen. Aber wenn ich wirklich am Pirschen bin, dann brauche ich auch die Hände frei und muss sehr konzentriert sein. Und deswegen geht da meistens das Foto oder Wärme machen eher unter. Der Misserfolg bei der Jagd ist schnell vergessen. So bleibt mehr Zeit, die neue Jagdausrüstung zu präsentieren, wie andere Influencerinnen ihre Kleider, Lippenstifte oder Yoga-Posen zur Schau stellen. Das schaut gut aus. Posts für die Pflege des Netzwerks von Jägern. Ich finde es halt einfach wichtig, gerade wenn man noch am Anfang der Jagd steht, den anderen auch mitzuteilen, womit man zufrieden ist. Also jeder jagt ja anders, aber mit dem, wo ich zufrieden bin, das teile ich gerne mit, weil so habe ich natürlich dann auch meine Produkte vorher durch andere Jäger gefunden. Community und Kommerz.
Dieses Rezept funktioniert für Luna. Beim anstehenden Fotoshooting treffen die Influencer so auf potenzielle Werbepartner. Okay, und los geht's. Zwischendurch spontane Lacher einbauen. Ein Jagdausstatter lässt frischen Content produzieren. Loden ist eher traditionell, das heißt auch eher bei den älteren Jägern bekannt oder beliebt. Und die Jugend kommt erst drauf. Und da ist natürlich Social Media, Influencing, das Ganze ist ein gutes Tool, um die Reichweite für die Jugend zu generieren. Also der finanzielle Aufwand im Vergleich zur Reichweite ist eigentlich sehr gut. Lass uns auf den Vogel zurückbringen. Wir machen das einmal. Das Geschäft boomt. Über 1,5 Milliarden Euro geben deutsche Jägerinnen und Jäger pro Jahr für ihre Leidenschaft aus. Und immer mehr Anbieter buhlen um die Kundschaft. Das ist cool, wie ihr euch beides anschaut. Das ist ganz geil. Nach dem Fotoshooting begutachten die Jagdinfluencer ihre digitalen Trophäen der vergangenen Tage. Der Veranstalter des Camps ist selbst passionierter Jäger und Inhaber einer Werbeagentur. Das Image muss stimmen. Uns, aber auch den Marken, die wir betreuen, ist einfach eine ethisch korrekte, weitgerechte Darstellung der Jagd in den sozialen Netzwerken extrem wichtig. Und anfangs haben wir das auch mit dem Deutschen Jagdverband geschult bei den ersten drei Camps, weil natürlich jeder Post, jeder Beitrag, jedes Video, jede Reel, jede Story hat, ist ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit. Die Mühe um das Image scheint sich zu lohnen. Jagd liegt voll im Trend. Während es 1990 rund 310.000 Jagdscheininhaber in Deutschland gab, sind es heute schon fast 410.000. Ein Zuwachs von gut 30%. Mit weiter steigender Tendenz. Einer, der die neuen Jäger ausbildet, ist Daniel Bastian. Der 41-Jährige ist Berufsjäger und betreibt eine Jagdschule in der Eifel. Seit der Eröffnung vor 2 Jahren sind die Kurse immer gut besucht. Gerade durch Corona waren viele Dinge gar nicht mehr möglich. Dann hat im Prinzip auch der letzte Städter entdeckt, dass die Natur schön ist, weil Wandern, das ging eigentlich zu jeder Zeit und man ist rausgegangen. Und jetzt hat das doch auch bei dem einen oder anderen das Interesse geweckt, in Kombination mit nachhaltiger Fleischgewinnung, was auch immer mehr zum Thema wird. Und so kommt doch der ein oder andere auch zum Jagdschein. Viele Interessierte haben noch keinerlei Bezug zur Jagd und stammen aus dem urbanen Raum. Die Klientel wird immer gemischter. Heutzutage kommt der Jäger aus jeder Gesellschaftsschicht, das heißt vom Handwerker bis zum Akademiker. Der Frauenanteil, der steigt vor allen Dingen auch. Aktuell im aktuellen Kurs haben wir eine Frauenquote von 40%. Bundesweit traten 2022 rund 24.000 Menschen zum grünen Abitur an, davon fast ein Drittel Frauen. Das Durchschnittsalter aller Prüflinge lag bei 35 Jahren. Die verpflichtenden Vorbereitungskurse umfassen rund 150 Stunden Theorie und Praxis und kosten durchschnittlich 2.200 Euro. Im Schnitt fallen 25% aller Jagdscheinanwärter am Ende durch die Prüfung. Und nicht jeder, der besteht, ist hinterher gut genug ausgebildet. Zumal es immer mehr Schüler gibt, die ihren Jagdschein in nur 2 oder 3 Wochen per Crashkurs absolvieren. Für die stark verkürzte Ausbildung, da ist heutzutage auch wirklich ein erhöhter Bedarf, da immer mehr Leute den Jagdschein machen, aber leider Gottes immer in kürzerer Zeit und sich unserer Meinung nach nicht über eine ausreichend lange Zeit mit dem Thema beschäftigen. Und dann gehen viele Dinge einfach unter in der Kürze der Ausbildung. Bei Daniel Bastian dauert die Ausbildung mindestens 1/2 Jahr. Er will seinen Schülern und Schülerinnen Zeit geben, sich mit der komplexen Materie vertraut zu machen und ihnen ökologische Zusammenhänge vermitteln, die über die reine Trophäenjagd hinausgehen. Die Jagd als verantwortungsvolle Aufgabe statt als bloßes Hobby. So sieht das auch Lina aus der Nähe von Cuxhaven. Die 26-Jährige hat vor 3 Jahren das grüne Abitur gemacht. Ja, wenn ich meinen Mitmenschen erzähle, dass ich Jägerin bin, dann sind die Reaktionen meistens dieselben.
Sie sind meistens sehr verwundert, weil ich ja noch nicht dem klassischen Bild einer Jägerin entspreche. Von daher finde ich das noch umso wichtiger, einfach auch zu zeigen, dass vielleicht auch kleine blonde Mädchen oder auch Frauen das hinbekommen zu jagen und das auch gut machen. Deswegen berichtet Lina regelmäßig aus dem Revier. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Jagdinfluencerinnen mit mehr als 30.000 Followern auf Instagram. Lara, fotografier mal am besten quer. Dann kriegst du das alles, glaube ich, am besten mit drauf. Linas jüngere Schwester Lara schießt nur mit der Kamera statt mit der Büchse. Ich lege hier heute zusammen mit meinem Pächter einen Wildacker an, weil wir hier ringsherum nur Maisflächen haben, dass wir noch eine Ausgleichsfläche haben, damit die Tierwelt ein bisschen Esungsangebot und auch Deckung hat. Sei es das Reh oder die Biene, die sich hier ihre Pollen wegholt. Fotos und Kurzvideos der Feldarbeit postet Lina später auf ihrem Instagram-Account. Wenn meine Schwester Zeit hat, nehme ich sie immer ganz gerne für Fotos mit. Und ansonsten habe ich mein Handy auch immer selber dabei für Stories, dass die Leute halt auch einfach sehen, wie vielfältig die Jagd ist und was die Jagd auch alles umfasst. Dass es eben nicht nur darum geht, um die Erlegung eines Wildes, sondern dass wir auch viel in der Natur unterwegs sind, auch die Hege und Pflege betreiben. Ich unterstütze sie da auch voll bei. Ich finde das gut, was sie macht. Auch mit Social Media, dass sie den anderen Leuten auch ihre Sichtweise zeigt, dass sie nicht falsch darüber denken. Inszenierung der Jagd und Selbstdarstellung. Geht es hier aber vielleicht auch um Rechtfertigung? Ich habe ja nicht wegen der Fotografie die Jagd angefangen, sondern andersrum. Ich habe ja meinen Jagdschein gemacht aus dem Nachhaltigkeitsaspekt, weil ich mein Fleisch selbst erlegen wollte und mir nicht im Supermarkt kaufen wollte. Und meinen Jagdschein habe ich jetzt 3 Jahre und mit der Fotografie mache ich jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Jahre. Von daher hat sich das dann so ein bisschen ergänzt und auch entwickelt. Nach der Fotopirsch ist vor der Bildbearbeitung. Lina verbringt fast genauso viel Zeit mit der Hege und Pflege ihres Instagram-Accounts wie im Revier. Sie kuratiert ihre Bilder sehr genau, will die Jagd bewusst und ästhetisch in Szene setzen. Ja, das hat Lara sehr gut gemacht. Da ist auf jeden Fall was dabei. Ich schaue jetzt mal, ob ich noch eine Detailaufnahme finde. Lina passt sehr genau auf, wie sie sich auf Social Media präsentiert. Sie will Follower ohne Jagdbezug nicht durch blutige Fotos abschrecken. Fotos, auf denen sie sich mit einem frisch geschossenen Tier in Szene setzt, postet sie selten. Verklärt sie damit nicht das Töten eines Tieres? Es geht auf meinem Account nicht darum, irgendwas zu beschönigen. Die Erlegung eines Wildes gehört dazu. Das ist ein Prozess, bis man ein Stück erlegt. Man muss sich viele Gedanken darüber machen. Wo steht das Wild? Wie ist das Wetter? Von wo kommt der Wind? Das ist ja ein ganz langer Weg, bis man wirklich ein Stück erlegt. Und ich finde, wenn es dann geklappt hat und man ein Tier weitgerecht und ohne Qualen erlegen konnte, dann kann man sich schon darüber freuen. Es ist nichts Verwerfliches, meiner Meinung nach. Ethisch sauber getötetes Wild zur nachhaltigen Fleischgewinnung. Darum gehe es ihr, sagt sie. Ja, hier zum Beispiel, da konnte ich meinen ersten Bock erlegen in diesem Revier. Und ich bin halt bemüht, das Ganze drumherum der Jagd einfach festzuhalten und im besten Fall halt auch Leute, vor allen Dingen auch Jägerinnen, dazu animieren zu können, zu zeigen, hey, guck mal, ich habe auch vorher jagdlich gar keine Erfahrung gehabt. Ich bin die Erste in der Familie, die den Jagdschein hat und trotzdem funktioniert es. Aber wandelt sich die Jagd wirklich oder nur ihr Image durch perfekte Selbstdarstellung? In seinem Jagdschulrevier in der Eifel will Daniel Bastian jedenfalls ein umfassendes und zeitgemäßes Naturverständnis vermitteln. Heute auf dem Stundenplan das Zusammenspiel von Hege, Pflege, Jagd und zukunftsorientiertem Waldumbau in Zeiten des Klimawandels. Zum Thema Waldumbau. Welches Ziel hat man denn heute in der Forstwirtschaft oder zu welchem Waldtyp wollen wir denn hin? Zu einem Mischwald bzw. einem naturnahen Wald. Genau, richtig. Wir können uns das jetzt aber gerne im Wald mal angucken. Die Jagd als spannende Spurensuche im Tatort Wald. Voraussetzung für die Abschussplanung und das Wildmanagement im Revier. Was haben wir hier denn jetzt? Das ist Rotwildlosung, ne? Rehwildlosung würde ähnlich aussehen, aber viel kleiner, ganz genau.
gerade besonders durch die Jagdschule ist es so, dass man die Umwelt komplett anders wahrnimmt. Also durch so einen Jagdschein wird es einem halt selber auch viel mehr klar, dass es noch viel mehr ist als nur dieses Erlegen vom Wild. Laut Umfrage des Deutschen Jagdverbandes scheinen neben nachhaltiger Fleischgewinnung auch ein intensives Naturerlebnis und der Umweltschutz für viele Jungjäger die wichtigste Motivation. Wie können wir denn überprüfen, jagen wir zu wenig, jagen wir zu viel? Ja, auf jeden Fall an Schäl- oder Verbissschäden, die halt vermehrt auftreten. Ja. Und das liegt an euch, das zu erkennen und als Fachmann richtig zu beurteilen. In den allerseltensten Fällen wird sinnhaft hinterfragt, wie wird hier überhaupt gejagt? Eine Frage, die angesichts von Klimawandel und zunehmender Freizeitnutzung der Natur in der Jagdausbildung neues Gewicht bekommt. Immer öfter gehe es um Pflanzenschutz statt Trophäensammeln. In Zeiten des Waldumbaus ist es natürlich wichtig, dass wir das Wild nicht anfangen, wie ein Schädling zu behandeln. Weder der Totalabschuss noch völlig überhöhte Wildbestände können das Ziel sein. Wir möchten unseren angehenden Jägern das notwendige Fachwissen mit auf den Weg geben, dass sie immer Wald mit einem angepassten Wildbestand als oberstes Ziel haben. Den Wildbestand anpassen. Dazu braucht der Jäger immer noch sein wichtigstes Werkzeug, das Gewehr. Die angehenden Prüflinge nehmen in der Jagdschule meist zum ersten Mal in ihrem Leben eine echte Waffe in die Hand. Heute spielen sie mit Daniel Bastian den Ablauf jagdlicher Situationen durch. Jetzt kommt ein Rehbock. Was machst du? Den Rehbock versuchen richtig anzusprechen mit dem Fernglas. Ganz genau. Jetzt möchtest du den erlegen. Wie gehst du weiter vor? Dann würde ich die Waffe aufnehmen. Mhm, bitte, mach das. So. So, und dann unmittelbar erst vor dem Schuss die Waffe spannen. Mach das mal, tu mal einen Anschlag. So. Auf dem Stück spannen wir erst die Waffe. Ne? Das heißt, wir gehen in Anschlag und spannen dann die Waffe. Gut. Dann passt soweit alles, du entscheidest dich zum Schuss, dann müsstest du mal einen Schuss abgeben. Ich bin halt schon aufgeregt dabei, weil es ja schon eine Schusswaffe, die man da in der Hand hat. Aber ich bin mir halt schon meiner Aufgabe und auch meiner Verantwortung bewusst. Wir wollen keine Schießer ausbilden oder irgendwelche Cowboys. Sollten wir der Überzeugung sein, dass derjenige, der sich hier angemeldet hat, nicht geeignet ist, um mit einer Schusswaffe zu hantieren, würden wir das auch jederzeit deutlich kommunizieren und die Ausbildung dann auch abbrechen. Außerdem unterziehen die Behörden jeden Jagdscheininhaber einem Background-Check, bevor er eine eigene Waffe kaufen darf. Jagdinfluencerin Lina aus der Nähe von Cuxhaven hat seit ihrer Jagdprüfung schon mehrere Tiere geschossen. Heute will sie versuchen, ein Reh zu erlegen. Das Gewehr ist für sie dabei nur ein Werkzeug. Trotzdem, das bewusste Töten eines Tieres bleibt für sie ein besonderer Moment. Ja, vor dem Schuss habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viele Gefühle in mir, sondern bin total fokussiert und konzentriert. Da bleibt kein Platz für ängstliche Gedanken oder was wäre, wenn. Wenn sich der Schuss dann gelöst hat und man aufs Tier beschossen hat, dann, wie soll ich das Gefühl beschreiben? Gemischte Gefühle, man zweifelt vielleicht ein bisschen oder hinterfragt sich, ob das jetzt richtig war, hat das alles gepasst, hat das Tier wirklich kein Leid erlebt, wenn es natürlich im Knall lag, also sofort zu Boden gegangen ist, dann kommt natürlich die Freude hinterher. Aber heute kommen die Rehe nicht aus der Deckung. Nur ein Hase wagt sich auf die Wiese direkt vor ihr. Hasen schieße ich natürlich nicht mit der Kugel, aber mit der Kamera gerne. Ich könnte das den ganzen Tag, glaube ich, tun. Hier sitzen und einfach Tiere beobachten. Ich finde das so faszinierend, wie sie sich verhalten in ihrem natürlichen Umfeld. Natürlich kann man sich denn jetzt fragen, warum schauen sie mir nicht nur an, sondern schieße sie auch. Ich schieße ja nicht das Tier, weil ich Freude dran habe, sondern weil ich ein Lebensmittel erhalten möchte. Lina ist auf einem kleinen Bauernhof nahe der Nordseeküste groß geworden.
Hacker, ne? Noch heute kümmert sie sich regelmäßig um die Tiere. Ich würde mich auf jeden Fall schon als tierlieben Menschen bezeichnen. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, von daher kenne ich das, den Umgang mit den Tieren. Und das eine schießt das andere nicht aus. Nur weil ich jagen gehe, heißt es nicht, dass ich kein tierlieber Mensch bin. Also eher im Gegenteil. Das Wohl der Tiere ist mir wichtig. Lina entdeckte die Jagd erst vor 3 Jahren durch ihren damaligen Freund für sich. Inzwischen ist ihre neue Leidenschaft oft Thema am Esstisch. Wir waren völlig überrascht, wie Lina damit ankam, weil sie da vorher überhaupt kein Interesse da gezeigt hat und weil wir in der Familie auch irgendwie nichts mit Jagd zu tun haben. Aber die hatte vorher gar keine Ahnung von irgendwelchen Baumsorten oder Tiere im Wald, kannte sie auch nicht jedes Tier. Und heute weiß sie sehr viel. Und Lina bereichert neben ihrem Instagram-Account auch den heimischen Speiseplan. Ja, heute gibt es bei uns Rehwild-Bolognese von einem Stück Reh, was ich erlegen konnte, hier eine Ortschaft weiter. Sehr lecker. Mit Bohnensalat hat Mutti gemacht. Ja, sehr lecker. Freuen wir uns, wenn Lina was erlegt. Jagen, um den eigenen Fleischkonsum zu rechtfertigen. Diese Motivation hört Thorsten Wagner oft. Der 46-Jährige ist von Beruf Metzger und leidenschaftlicher Jäger. Er veranstaltet sogenannte Zerwirkseminare in der Nähe von München, um Interessierten die bestmögliche Fleischverwertung beizubringen. Wenn man sich das Gelenk als Ganzes anschaut, dann geht man in die Hälfte und im unteren Drittel schneidet man und knickt es um. Und so ist es bei allen Wildarten, wo wir haben bei uns. Der Andrang auf die Seminare ist groß. Neben Jägern kommen auch Köche, Hobbyköche und Selbstversorger. Es ist ein Lebewesen, das sollte man immer vor Augen haben, was man da erlegt. Und wir sollten uns das einfach bewahren, mit dem Wild auch sorgsam umgehen, vor und nach dem Schuss. Auch Martin hat gerade erst den Jagdschein gemacht und noch Übungsbedarf. Eine reguläre Metzgerausbildung dauert immerhin ganze 3 Jahre. Wenn man das sonst nie macht, das ist schon ein ganz, ganz besonderes Gefühl, wenn man quasi so einen Rücken in der Hand hat, mit Knochen, das Fleisch noch da dran. Man braucht auch Kraft und die richtige Technik, um vielleicht die Rippen zu durchtrennen, um das Fleisch rauszulösen. Das ist ein echtes Handwerk. Ja? Und wenn man sonst den ganzen Tag nur im Büro sitzt, ist das echt eine andere Tätigkeit. Und ich glaube, dann hat man auch die richtige Wertschätzung. Das neue Bewusstsein für nachhaltige Ernährung wirkt sich deutlich auf die Jagd aus. Ja, es ist ein neuer Trend zu spüren. Viele neue Jäger nutzen natürlich auch die sozialen Medien, wo sie irgendwelche Rezepte kochen und machen das natürlich dann auch schmackhaft. Finde ich gut, weil das Wild ist einfach unschlagbar vom Geschmack und mehr Bio geht halt nicht. Ja. Grundsätzlich kann man fast alles verwerten. Und so werden offensichtlich für viele junge Jäger Wurst, Filet und Keule zu den wahren Trophäen nachhaltiger Jagd. Insgesamt 29 Tonnen Wildfleisch wurden in Deutschland 2021 verzehrt. Und der Appetit auf Hirsch, Reh und Wildschwein wächst weiter. Wenn ich Freunde treffe zum Grillen und selbstgemachte Würstchen mitbringe, da ist das Erstaunen doch schon immer ziemlich groß. Die sind selber gemacht. Vielleicht sogar selber geschossen, das Tier. Aber das haben Generationen vor uns gemacht. Essen, sich zu organisieren. Und eigentlich sollte es überhaupt nichts Besonderes sein. Nach gut 3 Stunden Metzgerarbeit folgt die Fleischveredelung. Das ist halt einfach die Vollendung von dem ganzen Prozess, wenn man jetzt noch das eigene Wild, was man erlegt hat, selber grillen kann, man weiß, wo es herkommt. Es schmeckt einfach anders wie irgendwo aus dem Supermarkt. Die Teilnehmer sind alle schon kräftig am Schmatzen. Wildfleisch ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen, außerdem besonders mager. Also schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Von der Konsistenz her super. Da läuft kein Fett raus, da läuft kein Wasser raus. Da merkt man einfach die Qualität. Kein Stress auf dem Weg zum Schlachthof. Super lecker. Beim Jagdinfluencer Camp in Thüringen steht nun der letzte Ansitz bevor.
Maxi hat sich auf die Jagdfilmerei spezialisiert und finanziert damit sein Studium. Heute begleitet er Sandra, eine erfahrene Jägerin mit großer Reichweite bei Instagram. Wichtiges Thema bei der Jagdfilmerei eigentlich, dass man eben auf den Jäger eingeht und halt auch in dem Hintergrund keine Fehler macht, weil jeder Fehler eigentlich dort kann natürlich dazu führen, dass das Wild dann dementsprechend abspringt. Maxi produziert Videos für die deutsche Online-Plattform Hunt on Demand. Dort gibt es im Abo-Modell immer frische Jagdfilme. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Ob wir zu Schuss kommen oder nicht, das wird sich zeigen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Auch das Abenteuer macht die Jagd so attraktiv. Zehntausende Jäger teilen heute ihre Erlebnisse bis hin zum tödlichen Schuss, ganz selbstverständlich in den sozialen Medien. Immerhin, für Jägerinnen wie Sandra hat sich dadurch einiges zum Positiven geändert. Als ich den Jagdschein gemacht habe, da war ich wirklich so ein völliges Ausnahmewesen, wurde da von allen Seiten angeguckt, das ist mittlerweile auch 12 Jahre her. Und habe da richtig die Entwicklung mitbekommen. Mittlerweile ist eine Frau auf einer Jagd was völlig Normales. Und das ist natürlich was super Tolles, das haben wir uns ein bisschen erkämpft. Jeder kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass auch auf der Jagd extrem patriarchale Strukturen herrschen. Und ja, jetzt gibt es ja eben jede Menge Frauen, die da ihre Frau stehen und eben zeigen, dass Jagd keine reine Männerdomäne ist. Trotz des Wandels und der neuen Offenheit, den alten Traditionen bleibt man doch ganz gerne treu. Das ist Tradition und das ist Ehre und wir müssen das machen. Und wenn dann der eine Ton oder der andere nicht passt und die anderen amüsieren sich vielleicht, ist mir egal. Weil wir brauchen die Tradition, aber wir brauchen eben auch die Moderne. Und ein dreifach kräftiges Hojo! Jo! 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 Die Influencer legen ihre sogenannte Jagdstrecke der letzten Tage. So wollen sie den toten Tieren die letzte Ehre erweisen. Bevor die Beute schließlich in der Küche landet. Und in den sozialen Medien. Das ist natürlich auch ein Thema, was für die breite Öffentlichkeit eventuell schwierig ist. Ne? Da liegen tote Tiere, da stehen Menschen, die lachen, die freuen sich, die haben Spaß. Ne? Wo ist da die Verbindung? Und da ist es eben halt auch wieder unsere Aufgabe, so ein bisschen zu transportieren. Ne? Das ist keine Trauergeschichte. Wir freuen uns. Wir freuen über Erlebnisse. Wir freuen uns über tolle gemeinsame Zeit, die Natur erlebt zu haben. Wir freuen uns natürlich auch über gewonnenes Wildfleisch. Und nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass hier keiner das Wild ehrt, dass hier keiner irgendwie nicht Respekt vor der Kreatur hat. Das haben wir alle und das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Die Jagd. Sie wird trotz neuer Offenheit und Ansätze wohl ein kontroverses Thema bleiben.